Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus der Lounge in Helsinki, wieder bei Finnair, hier im Lumo-Bereich sitzend. Der Ausblick ist geil. Ich merke auch irgendwie, ich habe so ein bisschen zu viel Blau. Aber nun gut, so ist das. Dann wisst ihr, was hier Phase ist. Blau ist ja auch die Farbe von Finnair. So, die Themen, die ich für euch heute frisch gepresst habe, sind zum Beispiel Land unter in Frankfurt. Gestern beim Stammtisch waren wir ja Augen- und Ohrenzeuge. Dann haben wir, warum sind die von der Bundesregierung aus, und zwar unsere Annalena, nicht mit der 350 geflogen, sondern mit der 340? Dazu habe ich eine Antwort gefunden. Wir haben einen Deal mit der British Airways in der First Class für schmales Geld. 2000 paar kaputte. Ich sage euch das ganz genau, bevor wir damit starten, und zwar 2099 Euro. Cooler Preis nach Nordamerika. JFK, habe ich das gesagt? Jetzt habe ich es gesagt. Dann haben wir noch eine Nachricht von Finnair. Das ist Finnair Plus. Die ändern ihr Programm auf Avios. Das passt dann ein bisschen zu British Airways. Und wir haben natürlich Lufthansa. Miles & More gibt da auch, naja, schlechte Nachrichten, weiß ich nicht. Aber lasst euch überraschen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und dann ganz, ganz wichtig, natürlich zu kommentieren. Und da es eine aufgezeichnete Sendung ist, werde ich trotzdem die Fragen zeitnah beantworten. Weil ich bin in der gleichen Zeit in der Luft. Deshalb geht nicht anders. So, und dann lasst uns direkt in das erste Thema einsteigen. Das ist das Thema am Frankfurter Flughafen. Da spiele ich euch Bilder ein. Ich muss das immer suchen, ist alles am Laptop so ein bisschen geschmeidiger, hätte ich fast gesagt, und vor allem kleiner, nicht so wie zu Hause. So, hier seht ihr die Bilder und ich kann die Soundeffekte hier mal für anmachen. Nee, Quatsch, das Movie, da ist es. Jetzt habt ihr den Ton. Da sieht man, wie das Wasser in Frankfurt steht und was da halt wirklich los ist. Die Wassermengen, die da sind. Flüge sind gestrichen worden, 70 Stück, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir haben auch einen Kunden gehabt, der von Österreich kommen sollte, der ist nach Wien zurückgeflogen. Da war wirklich Land unter und da ging gar nichts mehr. Und ihr seht auch, warum. Heute in Frankfurt, als ich abgeflogen bin, war alles wieder in Ordnung. Aber wir waren beim Stammtisch und da solltet ihr euch das Video von gestern anschauen. Nur mal gucken, ob ich das hier irgendwo verlinke. Super Wetter gehabt, aber als wir dann beim Essen waren im Steakhouse, da hat es geknallt und das Wasser ist runtergekommen. Das war unglaublich. Und auch als wir zur Bahn gegangen sind, haben wir schon gesehen, was da für Wassermassen gekommen sind. Gott sei Dank ist das alles glimpflich vorbeigegangen. Nur ein paar Flüge, die storniert werden mussten. Ansonsten haben wir da jetzt nicht wirklich festgestellt, dass da irgendwas ist. Vierstellige Passagieranzahl, ne? Das heißt also, alle Hotels vollgelaufen, war natürlich sehr uncool. Was auch sehr uncool ist, ist, wenn man mit dem 340 und mit Landeklappenproblemen fliegt. Ich hatte euch die ja auch schon mal etwas erklärt, das Ganze in Ergüssen. Und da haben wir uns auch gefragt, warum fliegt Annalena nicht nach Australien mit dem A350? Annalena fliegt nicht mit dem 350, weil sie in der internen Fliegerhackordnung in der Bundesregierung nicht so weit oben steht. Das wundert mich natürlich als Bundesaußenministerin. Aber, und zwar, das war das Folgende, das Innenministerium in Form von Nancy Faeser hatte den 350er gebucht. Für was? Für wen? Das wurde nicht gesagt. Aber dadurch, dass sie halt in der Hackordnung niedriger war, konnte sie den Flieger dann nicht nehmen. Dann wurde der Flieger wieder frei, weil Nancy gesagt hat, ich brauche ihn doch nicht. Oder zumindest das Innenministerium hat das gesagt. Und dann hat das Außenministerium das auch nicht mehr ändern können, weil nämlich da Probleme sind. Denn bei dem Regierungsflieger, da ist es natürlich so, dass man dort Personal braucht und so weiter und so fort. Auch so bei langen Flügen muss man natürlich die ganze Kette einhalten. Und da war die Zeit einfach zu kurz, dass man bei der Flugbereitschaft diesen Flieger bereitstellen konnte. Jetzt fragt ihr natürlich, wie ist denn die Rangliste? Habe ich auch für euch. Nummer 1 ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dann kommt natürlich unser Bundestagspräsidenten Bärbel Baas. Bei der Bundeswehr haben wir intern für Bundespräsidenten war VIP 1, dann VIP 2 war Bundestagspräsident, Präsidentin. VIP 3 ist Bundeskanzler erst, das ist so ja auch in der Verfassung, ne? Muss man ehrlichkeit halber sagen. Dann kommt 4 Bundespräsident, derzeit Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Dann kommt Bundesverfassungsgerichtspräsident Stefan Habart. Nummer 6 ist Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Dann kommt stellvertretender Kanzler und Finanzamtsminister Lindner.
auch eine lustige Geschichte. Dann kommt Nancy Faeser und an 9 kommt erst Annalena. Und an 10 kommt Justizminister Marco Buschmann, 11 Hubertus Heil. Und an 12 kommt Boris Pistorius, so heißt er, obwohl er die Bude ja quasi stellt, weil ihm gehört ja die Bundeswehr als Verteidigungsminister. Aber nun gut, so ist das und da ist das an der Verfassung geregelt. Und jetzt wissen wir auch, warum der 350 nicht geflogen ist. Also ein Mysterium weniger. Ich hätte es eigentlich wissen müssen als alter Bundeswehrsoldat. Weil ich hatte ja die Liste im Kopf, deshalb fiel mir das gerade mit dem VIP 1, VIP 2. Aber ihr wisst ja, lang ist das her, Wunstorf Lute sei mir gegrüßt. Jetzt haben wir noch ein Thema, Finnair, passend zur Lounge hier. Finnair hat gestern, ich will nicht sagen, eine Bombe platzen lassen, aber doch für Furore gesorgt, gerade in dem Finnair Insider Chats ist das wirklich im Forum wirklich rumgegangen, weil die Leute waren richtig erbost, weil man zu Avios wechselt. Das Schlimme ist nicht, dass man unbedingt zu Avios wechselt, sondern Avios ist so, dass man bei British Airways ja jetzt zu einem umsatzbasierten Programm wechselt. Und damit geht Finnair auch umsatzbasiert. Lufthansa ist jetzt umsatzbasiert, auch wenn viele das noch nicht so ganz verstanden haben, geht aber zurück zu einem Loyalitätsprogramm, weil man dann mit einer bestimmten Anzahl von Flügen automatisch den Status bekommt. Das ist bei Finnair ja auch der Fall. Also 76 Gold war es, glaube ich. Wie war das? War es 76? 150 auf jeden Fall Lumo. 90 ist Platin und so weiter und so fort. Aber das wird jetzt in Geld umgerechnet werden. Und dann wird es auch nicht mehr zählen, wie lang man fliegt, sondern wirklich nur rein der Cash-Value. Und das ist halt das Spannende. Und wenn man sich das mal anguckt und vergleicht mit British Airways, dann ist es so, dass man bei British Airways 6 Avios bekommt, wenn man Basiskunde ist, 7 Avios als Bronze, als Silber, bekommt man 8 Avios pro Pfund Umsatz, ne, pro Pfund und 9 Avios pro Gold Umsatz. Wäre dann natürlich auch für den Platin oder für den Lumo Vergleich, weil Gold bei British Airways wäre Platin bei Finnair nur und Gold Guestlist ist so wahrscheinlich Lumo, wenn man das so nehmen will. Nun gut, dann bei den Freunden Iberia gibt es das ja auch. Und die haben das aber in Euro. Und da ist es leider weniger. Da sind es 5 Avios pro Euro, 6 Avios pro Euro für Silber. Gold wären 7. Wie wird das bei Finnair sein? Bei Finnair wird das so sein, dass man das wahrscheinlich so haben wird. 5 Avios für Base, für Silbermitglieder gibt es 6 Avios pro Euro. 7 Avios Gold und Platin oder höher gibt 8 Avios. Das ist so das, wenn man das an Iberia oder sowas nimmt. Bin ich mal gespannt, aber das sagt immer noch nichts aus über den Status. Und wenn wir da mal gucken, wie der Status ist, und da können wir nämlich auch noch einfach mal gucken bei British Airways zum Beispiel oder sowas, da ist ein Silberstatus rund 3.000 Euro, die man ausgeben muss. Bei Gold sind das 5.000 bis 7.000. Platin sind so irgendwo bummelig 10.000, 15.000. Und wer Lumo machen will, der muss 30.000 bis 50.000 ausgeben. Da bin ich mal gespannt, was da an Umsätzen kommt. Was da halt wirklich diese Sachen sind. Aber die sind noch nicht bekannt gegeben worden. Nur für die Leute, die das jetzt wissen wollen, was mit den Meilen und so weiter passiert. Im Prinzip werden die Meilen, die ihr jetzt habt, im Faktor 3:2 in Avios umgerechnet. Die Flüge werden nicht mehr teurer. Man hat die Fluganpassungen gemacht, um das mit den Avios dann anzupassen. Das heißt also, dass wenn man jetzt 90.000 Punkte bezahlen muss, um einen One-Way USA zu bekommen, wird das ja dann umgerechnet. Kannst du ja dann ausrechnen in 3:2. Dann bräuchte man da rein theoretisch 60.000 Avios. Und es wird auch schwieriger, Avios zu geben. Was heißt das für uns, für den Status? Der Status wird wertvoller, im klassischen Sinne wertvoller. Wird halt teurer, weil man Geld ausgeben muss. Und last but not least, wenn man die richtige Kreditkarte hat, zum Beispiel American Express, kann man auch in Deutschland Avios sammeln oder auch aus anderen Programmen. Heißt also, es wird vielleicht freigeschaltet, dass man von Qatar Airways, also was heißt, vielleicht, es wird gemacht werden, die Frage ist nur wann, dass man von Qatar Airways rumrubbeln kann, von Iberia und so weiter und so fort, aus der ganzen IAG-Welt. Ich persönlich finde das irgendwo gut, dass man bei der One World damit dann ein Problem löst. Und deshalb wäre ich auch froh, wenn dieses Miles & More oder irgendein System bei den, ein bisschen an der Kamera gewackelt, sorry, wäre es gut, wenn man bei Starlines und so weiter auch eine einheitliche Währung hat. Weil damit hat man dann nicht das Problem, wie gestern zum Beispiel jemand, ja, ich wollte mein Ticket
upgraden. Ach nee, scheiße, ist ja Ticketstock Lufthansa, da kann ich aber nur mit Lufthansa-Meilen upgraden. Heißt also umgekehrt, wer bei United ein Ticket kauft, kann ich mit Lufthansa-Meilen upgraden. Und das ist bei Finnair dann anders, weil dann kann man einfach die Avios bei British Airways zu Finnair rüber und dann mit Finnair-Meilen upgraden. Also hier ist das eine gute Lösung, ist kundenfreundlich. Ob das jetzt umsatzbasiert ist oder nicht, schwierige Sache, das ist halt einige gewinnen, einige verlieren. Wir müssen halt wirklich abwarten, was die wirklichen Themen da sind, also was die Werte sind. Und da könnt ihr jetzt unten kommentieren und weiter Spekulatius geben. Jetzt haben wir schon, wie lange haben wir denn in die Sendung? Hier, wir haben ja schon in die Sendung 10 Minuten länger gegangen als gedauert. Die Lufthansa hat ja die Umbuchungsgebühren für Tickets, die auf Meilen erworben werden, geändert. Also das heißt, man hat auf Null gesetzt, 50 Euro hat es früher gekostet, das ist jetzt wieder da. Also das heißt, wer die Tickets storniert oder umbucht, muss wieder 50 Euro zahlen. Und das ist natürlich relativ schade. Ist ab 16. August quasi gestartet gestern und damit, ja, schade, dumm gelaufen. Ist das ein Problem? Ja, eigentlich schon, aber 50 Euro ist 50 Euro. Hat vielleicht auch den Vorteil, dass die Leute dann wirklich nur Meilentickets buchen, die sie wirklich brauchen, zumal sie ja wirklich ein sehr, sehr begehrtes Gut sind. Und damit ist halt fast alles wieder so wie vor der Pandemie. Die Flüge sind voll, die Meilenwerte und so weiter werden geändert. Also ist das eingetroffen, was man eigentlich vorher hatte, mit einem Verzug. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass die Fluggesellschaften jetzt schon wieder das Geld, was sie bei der Pandemie nicht reingeholt haben, versuchen jetzt reinzuholen. Also, schauen wir mal. Und jetzt haben wir wie immer am Ende nochmal einen Deal, so einen Deal, den ich euch zeigen möchte. Da haben wir natürlich auch die Karte. Die Karte gebe ich euch sofort auf die Augen. Ist alles ein bisschen kleiner und enger. Hier ist es. Da habt ihr es. Jetzt weiß ich gar nicht, warum das nicht richtig ins Bild zeigt. Sorry dafür. Ich weiß warum, weil das Format hier so ein bisschen doof ist. So, jetzt haben wir es. Da habt ihr es jetzt ordentlich. Da seht ihr jetzt die Entfernung, 408 Meilen, 3451 Meilen sind es dann drüber über den Pont, sind 7719 Meilen all together. Dann wollt ihr natürlich wissen, wie viele Punkte es gibt. Und ihr seht, das handelt sich um ein A-Klasse-Ticket von Frankfurt über London Heathrow nach New York für 2099 Euro. In der First Class also, und die gibt dann bei der Alaska 34.642, bei British Airways selber 19.714, bei Iberia dasselbige, 19.246 bei Aer Lingus und bei American und bei Finnair gibt es 18.584. 11.546 sind dann sozialistisch bei allen anderen durch, wie bei Yatan, Airlines, Cathay Pacific und so weiter, bis runter zur S7. Und Qantas quasi die Freunde von Air New Zealand, die quasi immer 0 Punkte haben. Dann wollten wir zu dem Ticket noch eine Sache sagen. Heißt also, das Ticket hat von den Einschränkungen her 7 Tage Mindestaufenthalt in New York. Ansonsten könnt ihr mit einer Nacht von Samstag auf Sonntag wieder zurückfliegen. Dann kann es weniger als diese Tage sein. Und was gibt es noch? Mir fällt gerade nichts ein. Es gibt den Deal auch ab München. So. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen. Kommt zum Stammtisch, macht einen Kanalmitgliedschaft und unterstützt den Kanal und genießt so ein bisschen die Aussicht. Ich weiß gar nicht, was im Hintergrund alles passiert ist, weil ich es leider nicht sehen konnte. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Eine normalere Sendung bei Frequent Traveler TV. Also, bis morgen. Bis dann. Ciao. Und Abspann. Soll ich euch einen Abspann geben? Ja, ich glaube, ich gebe euch einen Abspann. Machen wir jetzt einfach nochmal. Also, bis dann. So, wo haben wir es? Hier, jetzt. Tschüss.